Neben mir sitzt Herr Klaus Teweleit, der heute einen Vortrag im Rahmen der Flusser Lectures gehalten hat. Da tauchte auch der Begriff des dritten Körpers auf. Können Sie mal vielleicht sagen, was damit gemeint ist? Gemeint soll eigentlich nichts damit sein, sondern etwas beschrieben, was zwischen Leuten passieren kann. Ich gehe aus von einer analytischen Situation zwischen Analytiker und Analysant, Patient, wie Winnicott das an einigen Situationen beschrieben hat, dass sich eine Art Verdichtung im Raum bildet, die etwas Mediales hat, wie ein tragendes Medium. Und dass zum Beispiel ein Patient sich hineinrollen kann, wie eine Kugel, sich dann aufgefangen, geborgen fühlt im Kugellager Öl. So was Ähnliches passiert oder kann passieren, glaube ich, zwischen Medien und Leuten, zwischen einem Lautsprecher, der Musik und dem, der sie aufnimmt. Wenn jemand das sehr intensiv aufnimmt, eine Musik, die er liebt und die er auf sich eindringen lässt, dann wandert etwas aus dieser Musik aus in den Raum und etwas von einem selber auch dem entgegen und verbindet sich mit dem. Man kann das als Wellenverdichtung beschreiben, als Schwingungsobjekt, wie immer. Ich nehme, um dieses deutlich zu machen, was da passiert, nämlich als eine Art Verwandlungsvorgang, in dem man sich, wie ändert man sich? Man ändert sich über solche Durchgänge, durch solche Zustände, die ich dritten Körper nenne. Das ist, grob gesagt, der Umriss, der Rahmen, in dem so etwas passiert. Damit ist auch die Verdichtung angesprochen. Die Verdichtung spielt dabei auch eine Rolle? Das ist eine Sorte Verdichtung. Man kann es wahrnehmen mit einer anderen Person, man kann es in Liebesverhältnissen wahrnehmen, wo man sowieso in eine andere Sorte Körpervermischung geht, die eine Art von neuem Körper auch herstellt, den die beiden da teilen, wenn sie zusammen schlafen. Und alle Sorten intensiver Berührung können dazu führen, dass so eine Art Schwingungsobjekt zwischen den Personen sich bildet. Mich interessiert das auf dem Hintergrund von wie Medien wirken und wie Leute sich verändern, wie Leute wachsen. Eine unbeantwortete Frage in unserer Kultur, ab wenn die Pubertät vorbei ist und die sogenannte Reife, wie wächst man, wie entwickelt man sich weiter? Und meiner Meinung nach entwickelt man sich nur weiter, wenn man durch solche Zustände von Verdichtung, Trancen, Vertigos, Schwindel, Berührung mit anderen Personen geht, die einen umwälzen, die zur Voraussetzung haben, dass man aus dem eigenen Körper herausgeht, aus dieser festen, scheinbar festen Struktur und sich mit etwas im Raum trifft. Und Drogen können diese Funktion haben, Liebesbeziehungen können diese Funktion haben und alle technischen Medien, die auch immer Kunstmedien sind, können diese Funktion auch haben. Und das habe ich im Zusammenhang mit Flusser entwickelt, der auch diese Wahrnehmung hatte, dass man in der Berührung von Musik und Körpern so etwas wie einen Rollentausch stattfindet. Der eigene Körper wird Musik, die Musik wird Körper. Da ist das angetippt oder in der Formulierung fast ähnlich erreicht wie das, was ich mit dem dritten Körper zu beschreiben versuche. Sie haben ja auch von den Neurowissenschaften geredet, auch teilweise in Anlehnung an die Psychoanalyse. Wie, wenn sich das dann miteinander vermischt, diese verschiedenen Ebenen, wie lässt sich das dann überhaupt noch unterscheiden, beziehungsweise wie lässt sich das überhaupt noch beschreiben, solche komplexen Phänomene? Solche komplexen Phänomene lassen sich immer beschreiben, wenn man anfängt, auf sie zu achten. Also wenn man aufhört, die Personen als einzelne, isolierte Subjekte, sei es im alten Sinne der Psychoanalyse mit Ich, Es, Über-Ich oder so einer Struktur oder mit dieser Bewusstseinsstruktur des philosophisch entworfenen Subjekts, Ratio und Realitätswahrnehmung, Reaktion auf die Zustände der Welt, die als mehr angemessen oder weniger aber vom Bewusstsein gesteuert aufgefasst werden. Wenn man an diesen Personen, Persönlichkeitsbildern hängt, dann kann man mit all dem nichts anfangen. Bei mir existiert die Person alleine grundsätzlich nicht, sondern immer nur in Berührungen und Beziehungen vom frühesten Kindesalter an. Das hört aber auch danach nicht auf. Und niemand, der isoliert und abgetrennt von den anderen lebt, wird sich irgendwie entwickeln, sondern wird paranoisch oder wahnsinnig oder findet sich in einer anderen Form von Ausgesetztsein, was sowohl das Denken blockiert, die Wahrnehmung blockiert, alles über sich hinausgehen der Person, jede Sorte Zuwachs an Wahrnehmung, an Zuneigung zu anderen etc. hat massive materielle Verbindungen mit anderen zur Voraussetzung. Und dieser
dritte Körper, das ist eine Art Hilfsbegriff. Man soll darauf achten, wo so etwas passiert, wo man so etwas findet, wo man so etwas erlebt oder wo man sich abgestoßen fühlt, wo man nicht in dieses Durchgangsstadium von Schwingungswahrnehmung, Schwingungsobjekten geht. Das sind alles sehr materielle Prozesse, aber es gibt wenig gute und zutreffende Wörter bisher dafür, weil man nicht gewohnt ist, weder aus einer Wissenschaftssprache noch aus einer Alltagssprache, das wahrzunehmen und zu beschreiben. Also vor einer neuen Beschreibung liegt immer eine veränderte Wahrnehmung. Und zu einer veränderten Wahrnehmung gehört, dass man tatsächlich was anderes erlebt als die übliche Isolation voneinander oder den Konkurrenzkampf. Oder wenn heute gesagt wird, die meisten Jugendlichen wachsen auf als Singles und es gibt nicht mehr diese umwälzenden Liebesbeziehungen, dann wird es irgendwas anderes geben, was sie umwälzt. Das sind sehr oft Zusammenhänge mit Musik, die in vielen Punkten Liebesbeziehungen ersetzen, vielleicht aber auch wieder zu welchen führen können. Das ist ein bisschen unabsehbar. Man kriegt sowieso nie so genau exakt mit, was immer gerade kulturell läuft. Also wenn ich das jetzt mal an Musik mir betrachte, dieses Phänomen, also einerseits heute die Entwicklung, Subjekte, um jetzt mal einen anderen Begriff zu bemühen, nämlich den der Autopoiesis, also selbst funktionierende Subjekte sozusagen, die für sich selbst prozessieren, sagen wir mal, und gleichzeitig natürlich im Kollektiv oder gesellschaftlich eine Annäherung zwischen verschiedenen Menschen, verschiedenen Subjekten und so weiter. Da könnte man ja die These vertreten, dass es mittlerweile dahin geht, dass man sich immer mehr vom Sozialen abkoppelt, gleichzeitig aber es neue Medien gibt, die in der Verbindung erscheinen, die dann vielleicht das Kollektiv wieder im anderen Raum einführen. Was halten Sie von so einer These? Ja, wer vertritt die? Also ich habe mir das überlegt, wenn ich mir die Frage stelle, was ein Subjekt ist. Ja. Also jetzt, die Poststrukturalisten haben das radikalisiert, nicht indem sie gesagt haben, das Subjekt ist tot, das war ja nur eine zugespitzte These von Foucault beispielsweise. Sie haben die These vertreten, dass es so etwas ist wie ein diskursiver Effekt, ein Subjekt. Das heißt, je nachdem, in welchem Medium ich mich befinde, dann sprechen wir auch von einer anderen Form des Subjektes. Und dann wäre die Frage, was ist denn dann ein Subjekt in diesem Feld? Ja, man kann von Subjekt, glaube ich, nicht sprechen, auch im Foucault'schen Sinne nicht. Doch, durchaus im Foucault'schen Sinne. Das Subjekt als bürokratische Konstruktion, als Konstruktion von Dressuren und so weiter, das ist alles völlig richtig. Ob man das nur Effekt von Diskursen nennt oder Effekt von Dressur, ist ziemlich egal. Grundlegend ist, dass Spaltungen da sind, dass wir diese Multifunktionalität haben der jetzt herumlaufenden Wesen, ob man sie Subjekt nennt oder nicht, dass man am Tag, so wie hier, die Funktion mit dem Mikrofon halten oder da einen Vortrag halten, in einer halben Stunde beim Essen oder man mit welcher Person Sie sich treffen und mit wem Sie sich ins Bett legen heute Nacht oder etc., dann sind das andere Funktionen bei der Essensbeschaffung, bei der Aufnahme von Wissen, was man im Seminar macht, wie man mit seinem Fahrrad umgeht, was man anstellen muss, damit man im nächsten Monat seinen Unterhalt hat und. Das sind alles Funktionalitäten, von denen wir lernen, dass wir ihnen genügen sollen. Und damit heißt es nicht nur etwa metaphorisch, wie manche Dichter das sagten, ich empfinde mich als nicht nur mit 2, sondern mit 20 Seelen in der Brust. Das kann man ziemlich genau beschreiben, dass wir zerfallen in manche nur 5, manche 10, manche 20 Funktionalitäten, die wir so gut wie möglich auszuüben versuchen. Und das haben wir irgendwie zusammengefasst oder versuchen wir unter einer Sorte von sozialem Wohlverhalten, die diktiert ist, in dem und dem Rahmen darf man das machen, in dem und dem nicht. Wenn wir uns in dem Rahmen befinden, dann fallen diese Restriktionen weg. Da bin ich also vielleicht ein Gangster und im anderen Zusammenhang bin ich relativ normal oder moralisch, also normales Quatsch, moralisch stelle ich die und jene Forderungen auf, die woanders gar nicht gelten, an die ich mich dann nicht gebunden fühle. Das ist der Zustand der Menschen, die wir in den hochdifferenzierten technologischen Gesellschaften haben, wie so ausdifferenziert wie die einzelnen Bereiche sind, auch die Personen in ihrer Funktionalität. Wenn Diskurs gesteuert ist, viel zu schwach und auch die Autopoiesis, selbstreguliertes System, das sind unzureichende Beschreibungen. Das ist eine, ich halte von diesen Luhmannschen Sachen nicht besonders viel. Die sind so, Annäherungen an bestimmte gesellschaftliche Phänomene, die man mit einer Oberflächenbetrachtung relativ schnell verifizieren kann.
die aber auf der Ebene dessen, wie funktionieren eigentlich die Menschen weiter, ne, und unter diesen Bedingungen des verschwindenden Menschen, des verschwindenden Subjekts, wie in Foucault das formuliert, womit ich vollkommen einverstanden bin, aber ich sehe genauso, dass der einzelne Mensch in seinen Affekten natürlich nicht verschwindet. Er verschwindet als philosophische Konstruktion, als Träger des Denkens, als dieser Bewusstseinsträger wie in den Konstruktionen der abendländischen Philosophie. Da ist er längst verschwunden. Aber als einzelnes, erlebendes, affektives, leben wollendes Einzelwesen ist er natürlich nach wie vor da. Im Gegenteil, sind mehr da, als je da waren. Und jeder Mensch stellt diesen Anspruch, und wenn ihm das gesellschaftlich erlaubt ist, wenn er nicht total depraviert und mit Hunger und so weiter gar nicht erst hochkommt, ist für sich der eigene Kosmos. Also dieser Satz, man konstruiert die Welt mit seinem Gehirn, ist natürlich für jeden Einzelnen richtig. Trotzdem ist die Welt, wie sie ist, auch ohne diesen Einzelnen, der sie konstruiert, die ganze Zeit da. Und die ganzen anderen, die für sich auch jeweils dieser eigene Kosmos sind, der die Welt konstruiert, sind auch alle da. Und daraus ergeben sich ganz neue gesellschaftliche Relationen, denn nach wie vor besteht das Bedürfnis von einzelnen Körpern, sich mit anderen zu verbinden, von anderen was zu wollen. Das ist ja nicht alles ausgestorben damit, dass man sagt, philosophisch ist das Subjekt verschwunden. Klar, es ist verschwunden, aber wir haben 4 Milliarden affektive Bündel, die denken, leben, essen, was erleben wollen, die auf der Welt sind. Und wenn man, für die muss man Arten von Reden erfinden, die irgendwie, oder finden, die was damit zu tun haben, wie sie tatsächlich leben. Mich interessiert ja nicht, irgendeine wissenschaftliche Konstruktion oder philosophisch in den Raum zu stellen, womit Luhmann meiner Meinung nach zufrieden war, der mich beim Lesen auch tödlich langweilt. Und erstens denke ich, was ich da finde, weiß ich alles schon, und das, was mich interessiert, finde ich da alles nicht. Und das Verhältnis von Wahrnehmung, Musik und Mensch, also auch im kognitiven Sinne, was interessiert Sie daran? Mich interessieren die Sachen, mit denen ich selber zu tun habe. Ne? Denn, ich mache Musik seit ewigen Jahren, auch in der Gruppe mit Klängen, die ungewöhnlich sind, wenn wir spielen mit einer elektrisch verstärkten Gitarre, die ich mit einem Bogen spiele, und die anderen spielen Geige verstärkt, Cello verstärkt, Schlagzeug zum Teil. Aber wenn ich für mich alleine bin, spiele ich Dylan-Stücke auch. Das ist meine traditionelle Art, wie ich Gitarre spielen gelernt habe, oder Jazzstücke und alles Mögliche. Die Leute, die nichts mit Musik zu tun haben, werden das nicht erfahren haben. Für mich ist das die Art von, wenn andere ihren Mittagsschlaf machen und müde werden, beim Schreiben nehme ich die Gitarre und arbeite eine halbe Stunde auf der rum, dann bin ich wieder munter. Dann hat es irgendwas in meiner Struktur so weit verändert, in meinem, ich habe jetzt genug vom Tag und will eigentlich einschlafen oder mich hinlegen oder so, dass es wieder umbaut. Das Gespräche mit Menschen, die man mag oder die man ähnlich findet, haben die gleiche Funktion. Man schläft immer dann nicht ein oder taucht dann nicht ab, wenn man auf was stößt, was einen interessiert und wo man das Gefühl hat, davon will ich was, davon habe ich was. Da ist eine Art von Wachstum. Man ist ja auch mit 60 oder 65, wie ich jetzt bald bin, in der Weise nicht fertig als Mensch, wenn man das nicht will. Also diese Erfahrung, die man macht, dass diejenigen, die mit 60 alt sind, waren auch meist schon mit 20 alt. Und unbeweglich, das sieht man ja. Und man sieht ja, dass sich was bewegt. Man sieht auch bei anderen Leuten, die mit 70 Sprünge machen im Kopf und in ihrem Verhalten. Und ja, das ist doch toll. Also die Menschheit ist nicht ausgestorben. Wenn man schläft oder so, dann ist ja Musik trotzdem präsent, auch im Unterbewusstsein. Das unterscheidet sich vielleicht auch von anderen Medien, wenn man das als Medium überhaupt bezeichnen möchte, Musik. Also sie ist allpräsent. Ja, im Unterbewusstsein würde ich nie sagen, aber sie ist im Körper. Ne? Und es gibt... Wenn ich, dies ist ein Moment, wo ich keine Melodie im Kopf habe, aber wenn ich jetzt, wenn wir das fertig haben, 20 Meter weiter gehen werde und mit Siegfried Zielinski und den anderen weiter sprechen, dann taucht auf diesen 20 Metern wahrscheinlich eine Melodie auf. Die erscheint aus irgendeiner Stelle der Körperlichkeit in meinem Kopf. Das heißt, es singt mich ganz kurz irgendein Lied, ohne dass ich den Mund aufmache oder irgendeine musikalische Bewegung oder Phrase. Das ist alle Zeit vorhanden. Also die Musiken in meinem Leben, die ich aufgenommen habe, sind immer da. Sie sprachen auch noch von der Beziehung von Mutter und Fötus, also was Klänge anbelangt, also das Umfeld. Könnten Sie das nochmal szenisch an einem Beispiel darstellen? Gar kein Beispiel, sondern einfach faktisch ist es so, dass die Außenweltgeräusche wie die Muttergeräusche dringen durch die Bauchdecke.
das Kind im Mutterleib hört. Ab 4. Monat ist das Gehör voll ausgebildet, als frühestes aller Aufnahmeorgane und damit die erste Verbindung zur Welt. Und eines der Ergebnisse von neueren Hirnforschern zum Beispiel ist, dass durch diese akustischen Reize, die das Kind aufnimmt, bestimmte Gehirnfunktionen erst stimuliert werden. Also ein Kind, das in einem Mutterleib aufwächst, wo erstens die Mutter die Geräusche hasst, die darauf treffen, zweitens das Kind womöglich ablehnt, dass sie austrägt, wird es sehr schwer haben, ein, was man später Objektverhältnis nennt, zu entwickeln, weil es von vornherein mit Verschlingungen, Abwehr, Bedrohung verbunden ist und unangenehmen Körpergefühlen. Also große Chancen, psychisch krank zu werden und oder überhaupt in einer bestimmten Weise gesellschaftlich nicht zu funktionieren, während eine Stimme oder Musik, die die Mutter mit angenehmen Affekten erlebt, so etwas wie eine, diese Lauthülle als Schützende um den Fötuskörper bilden. Das gilt für alle Kulturen und alle Menschen mehr oder weniger. Und es gibt also diese späteren, in Anführungszeichen, autistischen Kinder, es ist alles nicht genau untersucht, aber liegt sehr nahe, dass es damit zu tun hat, wenn sie im Mutterleib gar nichts gehört haben, zum Beispiel eine immer schweigende Mutter da war oder eine bestimmte Sorte unaufnehmbarer äußerer Geräusche, die aber gehört wurden, aber nicht in irgendeiner Weise psychisch verarbeitet werden oder zu einer Objektvorstellung oder einer Weltvorstellung ausgebildet werden konnten, spielen mit Sicherheit eine viel größere Rolle, als die Kinderanalyse früher immer angenommen hat. Zuerst wurde der Blickkontakt sehr stark betont, dann auch das Auditive mit der Stimme, aber was im Mutterleib abläuft, das 5 Monate Hören, ne, der Geburt vorausgehen, das spielt eine ungeheure Rolle. Abschließende Frage, Herr Teweleit. Sie sprachen auch von der Gehirnforschung in den 80ern und von der Veränderung, die man in letzter Zeit erlebt. Inwiefern kann man denn da einen Wechsel betrachten? Es gibt ja so viele verschiedene Gehirnforscher, Singer beispielsweise, Gerhard Roth etc. Ja, fast alle sind sich in einer Richtung einig, dass diese stark angenommene und unterstrichene, das Gehirn ist so und so beschaffen, chirurgisch und die Teile, und das ist auf der ganzen Welt so und in allen Kulturen so. Und erzählt uns nichts, was da und da anders möglich sei, das ist nicht so. Davon sind sie fast alle weg, je weiter sie in die Feinstrukturen des Gehirns eingedrungen sind und haben inzwischen bemerkt, dass soziale Dinge, dass die ganze Art der Beziehungsstruktur, die die einzelnen Menschen haben, das, was man Synapsenverschaltung nennt im Gehirn, so stark verändern, dass die Differenzen zwischen den einzelnen Gehirnen ungeheuer groß sind, aber nicht chirurgisch auf der Ebene nachweisbar, sondern mikroelektrisch, mikrochemisch. Das genau zu darzustellen und zu messen, fehlt ihnen noch ungeheuer viel, weil sie die ganzen Feinstoffe zwar im Prinzip kennen, was bewirkt, aber nicht im Einzelnen. Also da liegt ein Riesenfeld für die Neurobiologie offen. Aber dieser Wandel, man kann nicht, gar nicht mal sagen Sinneswandel, sondern ein Wahrnehmungswandel, dass das Gehirn beziehungsabhängiger funktioniert bei den Einzelnen als angenommen wurde, das ist ein sicheres Ergebnis inzwischen. Herr Teweleit, ich danke mich für das Gespräch. Okay, danke. Okay.